Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Jurassic World Evolution heute am Freitag. Und ja, unser Kontostand sieht immer noch so miserabel aus wie in der letzten Folge auch. Deswegen versuchen wir heute mal wieder ein bisschen an Geld zu kommen. Ich meine, Hoffnung ist ja, also, dass wir wenigstens Erfolge abschließen können. Den 0,5 Sterne. Dafür brauchen wir aber eine größere Dinosauriervielfalt. Aber wenigstens haben wir schon die ersten Besucher am Park. Wie sieht es denn in der Statistik aktuell aus? Ah, wir machen ja Gewinnen. Das ist auch schön. Und sollte das sich jetzt bald gegessen haben mit den Schulden, beziehungsweise mit dem Geldmangel, sollten wir wieder an ein bisschen Geld kommen. Dann können wir jetzt langsam auch wieder das Forschungslabor aufbauen, wenn wir das Geld dazu haben. Und auch gucken, dass wir hier die Dinos weiterentwickeln. Wir sind in Plus. Und da kriegt dann hoffentlich auch niemand mehr so schnell weg. Ihre Gäste möchten ihre Dinos aus nächster Nähe bewundern. Das geht aber nicht. Bauen Sie Anlagen, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Und sorgen Sie dafür, dass die Gäste auf der richtigen Seite des Sicherheitsglases stehen. Die Gäste kommen in ihren Park, um prähistorisches Leben zu bewundern. Wenn die Gäste ihre Dinosaurier sehen können, erhöht sich ihre Anlagenbewertung. Nutzen Sie eine Kombination aus Beobachtungsgalerien, Beobachtungsplattformen und Einschienenbahnen und Gyrosphären, um alle Gehege abzudecken. Ja, da sieht man schon mal, was auch noch auf uns zukommt, ne? Kann sein, dass es schon alles abdeckt. Na, nicht ganz, aber den größten Teil auf jeden Fall. Ja, klar, ich. Obwohl. Warum kommen die Leute raus? Hier ist noch niemand drin, ey. Naja. Aber unser Kontostand scheint zu steigen. Jetzt heißt, wir erforschen jetzt erstmal wieder ein bisschen die Dinosaurier, welche wir verschiedene Arten haben. Ja, Fossilien ansehen. Ah, die machen wir zuerst. Und der ist damit auch fertig. Das verkaufen wir genauso wie das. Jetzt sind wir wieder bei 800.000. Und den schicken wir jetzt auf eine Expedition, wo wir auf jeden Fall die neuen Saurier bekommen. Dort. Dann kommen wir auch mal in zwei neue Dinosaurier, die wir dann hoffentlich auch platzieren können. Ich glaube, es sind beides Pflanzenfresser, ne? Wenn ich es richtig gesehen hatte. Ja, beides Pflanzenfresser. Den können wir immer noch nicht machen. Fehlt immer noch ein bisschen Geld zu. Aber wir können uns den ins Gehege holen. Dracorex. So. Oh, denken noch Sie daran, die Show muss weitergehen. Akzeptieren Dieser wir mal. Auftrag macht's möglich. So, aber ich würde jetzt gerne auch mal mehr Fleischfresser als nur einen haben, ey. Der nächste Fleischfresser wäre. Haben wir oben echt keinen? Der hier dann. Ich glaube, die schalten wir auf dieser Insel noch nicht frei. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ah, der Edmontosaurus ist auch ein vollständiges Genom. Gut. Dann. Vorne kommt so eine Magnetbahn gerade an. Bring ein paar neue Besucher rein. Ja, ich finde das Spiel einfach nur schön. Schicke Grafik. Passt einfach alles. Wenn man Jurassic Park mag, ist das echt ein gutes Spiel. So. Aber wir brauchen. Ja, hier haben wir noch eine Aufführung. Ja, perfekt. Freilassen. Den schauen wir uns jetzt nochmal an. Ja, damit hätten wir einen weiteren Dinosaurier in unserem Pflanzenfressergehege. Dass ich, wie ich finde, immer noch relativ klein ist. Ich bin der Meinung, dass wir irgendwann ein größeres brauchen. Ich glaube, wenn wir die den Bestand oder das Soziale überschreiten,
kann das Gehege zu klein werden. Aber wenn die Geborgenheit sinkt, dann ist das Gehege, glaube ich, zu klein. Ja. Und der Helikopter scheint auch wieder zu kommen. Ich höre nämlich gerade schon. Wo ist denn der? Ach, er ist schon gelandet, okay. Ja, den schicken wir jetzt mal noch los, dass ich zur gleichen Stelle will. Brauchen wir ein bisschen mehr Fossilien von dort. Fossilien ansehen. Dann haben wir. Oh, extrahieren. Extrahieren. Gut. Hätten wir die auch vollständig. Ja. Ich könnte mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr nach so einem Dino benannt werden wollt oder was ich besser machen kann, wenn ihr das Spiel kennt, oder ob ich hier irgendwas umgestalten soll, wenn euch das von der Anordnung jetzt hier nicht passt. Dann kann ich das ja mal gerne alles hier mal ändern. Oder auf der dritten Insel demnach. Aber erstmal müssen wir gucken, dass wir hier einen ordentlichen Betrag an Geld hinbekommen. Damit wir nicht ganz so arm aussehen hier. So, was kostet uns denn. Na, ich weiß jetzt nicht, ob es die Forschungszentrum jetzt lohnt. Weil ich glaube, Geld zum Forschen haben wir, wenn wir es jetzt bauen, sowieso nicht mehr. Dann lassen wir erstmal. Wir gucken lieber nach den Sauriern. Ah, dann sind wir schon da dran. Der ist noch ein bisschen hinterher. Aber ich habe alle hier ein bisschen modifiziert. Das sieht man immer schon an dieser schönen DNA-Spirale im Hintergrund. Und der ist auch 98% noch. Warum? Habe ich den schon bei 100 gehabt? Und wenn, dann muss ich halt davon auch einholen. Für 100%. Was habe ich denn hier noch drin? Gar nichts, ne? Ja, war klar. So, dann gucken wir gleich mal, dass wir den Ceratosaurus vollständig kriegen. Ja, hier, Gewinn pro Minute sind wir schon bei 42.000. Also er steigt wieder. Wir werden auch bestimmt irgendwann nochmal wieder zur ersten Insel rübergehen, weil wir dort auch noch nicht alles gemacht haben. Da konnte man ja auch ein bisschen was freischalten. Wahrscheinlich können wir das auch auf den anderen Inseln gar nicht freischalten. Also wird uns das bestimmt am Ende irgendwo fehlen. Ja, da kommt der Helikopter wieder. Aber ich glaube, erstmal ist es auch wichtig, ein ACU-Zentrum zu haben, damit wir hier gegen Zwischenfälle, bevor wir Pflanzenfresser holen, gewappnet sind. Der soll wieder. Dahin. So, und dann gucken wir uns mal die Fossilien an. Was haben wir denn da für Schönes? Extrahieren. Und extrahieren. Könnten wir gleich schon die ersten neue Spezies haben. Ja. Also das Gehege auf der ersten Insel war definitiv größer als das eine hier. Als eins von den beiden. Zusammen hätten wir, glaube ich, die gleiche Größe ungefähr. Wenigstens haben wir ein Ranger-Team. Aber mal gucken, was können wir am Betriebsgebäude noch bauen. Ich glaube, ich kümmere mich aber erstmal um die Gäste, ne? Hier, ACU-Zentrum, ja, Forschungszentrum. Ja, erstmal die Gäste. Ja, zu teuer, war klar. Ein Hotel, dass ich noch kein Hotel bauen kann, war klar. Aber einen Souvenirshop können wir bauen. Ja, hier passt es hin. Dann haben wir auf jeden Fall ein Souvenirzentrum. Souvenirladen. Ja, ein Souvenirladen. Der jetzt auch nochmal so ein bisschen Geld einbringt. Ja, so hier innen stehen unsere ganzen Kraftwerke. Da oben Eingang. Dann, ja, ist ja relativ weit am Anfang. Dann müssen die auf jeden Fall hier hin. Aber dafür, dass es am Anfang gießen hat, sehr viele Stürme, habe ich bisher nur einen Sturm am Anfang erlebt. Seitdem kam keine Stimme mehr. Nun ja. Wie sieht's hier aus? Ja, alles noch 100%, 100%. Alles 100% passt. Unser Souvenirladen hat auch eröffnet.
Ah, hier kann man auch so ein bisschen was einstellen. Personal verwalten. Wollen wir zwei Personen? Ja. Einkaufen, was? Finanzen. Finanzbericht, Betriebskosten 91. Gesamt pro Minute bringt das 18. Wow, das macht einfach mal gar nicht. Verkaufen für na, 1000 Box, kosten 4. Verkaufen wir. Oh. Kosten 20. Müssen wir das hier erhöhen. Ja, dann haben wir den Gästen ein bisschen verscheucht. Gut, ändern wir das wieder auf die Josenbox. Kaufen wir für 6. Dann soll alles wieder gut gehen. Ja. Gut. So, dann haben wir hier oben ja auch ein schönes Ausrufezeichen dran. Oh, was ist denn? Ich hoffe, es reicht endlich für die 100%. So, was haben wir? Haben wir hier irgendwas Neues? Ich glaube nicht, ne? Nein. Archiv generell? Nein. Hier haben wir was Neues. Gene schnelle Reaktionszeit. Langsame Gehirnalterung. Was haben wir denn hier? Orte. Jurassic Park Avari. Aviarium. So. Noch was Neues? Ja. Tyrannosaurus Rex Nest. Ob wir aber einen Tyrannosaurus herbekommen? Hätte ich wohl gerne. Ah, Genom ist vollständig. Das ist doch schon schön. Grabungsstätten. Promotion. Okay. Die Pathologie. Platin. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Space Engineers. So. Hautabdrücke. Okay. Gut, dann hätten wir das auch. Inselbewertung, ja. Wie ist es mit den Dinosaurierbewertung? Haben wir noch keinen halben Stern? Vielfaltstrafe, ey. Wir brauchen halt auch einen Fleischfresser, das ist halt die Sache, ne? Wofür wir aktuell kein Geld haben. Dann schicken wir den auf jeden Fall nochmal los. Nur die Spezies suchen. Ah, hier hinten haben wir noch so viel Unerforschtes, ne? Oh, ein Velociraptor! Wir unbedingt einen Velociraptor haben. Diplosaurus. Ach komm, wir holen uns einen Velociraptor, ey. Ist er in der Mongolei, alles klar. Das ist irgendwo ein bisschen was. Was haben wir denn hier? Standort erschöpft. Ach so, das wird sogar gekennzeichnet, okay. Da können wir glaube ich auch nicht mehr hinfliegen, ne? Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall gibt es dort jetzt nichts mehr. Aber wir haben auch ein vollständiges Genom von dem, von daher brauchen wir auch nichts mehr. So. Ah, kommen endlich auf die 800.000. Ich möchte den Pflanzen, Fleischfresser haben. Oder wie sieht es hier aus mit den zwei weiteren Genomen? Ja, 48%, 42%. Ich hätte wahrscheinlich erstmal darauf arbeiten müssen, ne? Gut, dann. Wie sieht es denn hier aus? Mit dem ganzen. Ja, Kraftwerke laufen alle noch. Sturmwetter. Sturmabwehrstation. 600.000. Baue ich mir jetzt hier das? 400.000. Ein Sicherheitszentrum. Noch teurer, Alter. Pro Insel kann nur ein Expeditionszentrum gebaut werden. Pro Insel kann nur ein Fossilienzentrum gebaut werden. Ach so. Hier ist eine Gelegenheit, sich zu beweisen. Okay, akzeptieren wir mal. Aber warum alles nur Unterhaltungsaufträge, ey? Ich würde sagen, dann bauen wir aber nochmal. Ja, wir haben 600.000. Ja, ich probiere dafür noch einen Dinosaurier aus. Hier in dem. Was haben wir denn noch nicht? Jemand aufgepasst? Ich glaube, hier Edmontosaurus, oder? Oder haben wir den schon? So, doch der Edmontosaurus ist drin. Der ist drin. Nachgerückt und Triceratops haben wir, okay. Also, haben wir.
Der fehlt. Der Hyangosaurus. Der muss noch ausgebrütet werden. Dann haben wir die Aufgabe auch wieder erfüllt. Wir haben fast auch die 50.000 pro Minute erreicht. Nur der halbe Stern von den Dinosaurierbewertungen fehlt noch. Das werden wir wahrscheinlich auch erst schaffen, wenn wir hier einen einen Fleischfresser drin haben im Gehege. So, und da kommen uns neue Fossilien. Was haben wir denn da? Oh, hohe Qualität, ey. Extrahieren. Extrahieren wir auch mal und das verkaufen wir. Da fliegen wir, glaube ich, nochmal. Ne, wir holen uns jetzt erst den anderen wieder. Da erstmal wieder hin. Wir brauchen euch erstmal nochmal einen Pflanzenfresser. Aber dann werden wir auf jeden Fall nächste Woche einen neuen Fleischfresser bekommen. Das werden wir nämlich heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Ja, so. Dort sieht das, ja, 27, das geht auch relativ schnell. Gnome-Bibliothek ansehen. Ah. Ja, wir haben ja schon 3 mit 100%. Ich wusste, dass wir Triceratops nicht auf 100% haben. Na gut. Aber wenn, Ziel ist es von mir auf jeden Fall, alle auf irgendwann auf 100% zu haben. Auftrag abgeschlossen. Danke für Ihre Hilfe im Unterhaltungssektor. Ja, kommen wir immer schnell voran. So, lassen wir die auch mal frei. Ja, da kommt unser neuer. So. Ich war mir hier unsicher, aber sie haben abgeliefert. Ja, 50.000 pro Minute verdienen wir jetzt. Das ist mal schön. Aber ich würde sagen, wir beenden die Folge für heute und sehen wir uns am Montag wieder zur 10. Folge. Und damit sage ich erstmal, habt ein entspanntes Wochenende und ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.